Willkommen zurück zu Let's Play The Quarry und ihr seht schon, ja, letzte Folge gab es ein bisschen Stress, gleichzeitig wurden wir von irgendeinem Vieh attackiert im Wald und mal schauen, wie es weitergeht. Wir sind aber jetzt Jacob am Bootshaus. Scheiß drauf. When you first began it. You got what you want. Now you can hardly stand it though. By now you know it's not going to stop. It's not going to stop until you. No, it's not going to stop until you wise up. No, it's not going to stop. So just give up. Das musst du noch üben. Ja, da hast du mich wohl gefunden. Klar. Hierher schleichen war spannender, als wir dachten, wir könnten erwischt werden, hm? Ja, kann sein. Jacob, wir waren uns doch einig, dass mit uns, es sollte doch nur Sommerspaß sein. Ja, nein, schon klar. Ist nur... Du kannst es nicht lassen, Theater zu spielen. Ach, Jacob. Ich meine, ich check nicht, warum du ihn abgeknutscht hast. In aller Öffentlichkeit auch noch. Das war blöde. Blöde? Sind wir 12? Nein, aber Nick ist's. Quasi. Ich liebe ihn ja, aber ich glaube nicht, dass er schon mal ein Mädchen nackt gesehen hat. Tja, tut mir echt leid für dich, aber er hat mich mit Zunge geküsst und hat genau gewusst, was er da tut. Du willst mich echt fertig machen. Jetzt bleib doch mal locker, du Spaßbremse. So habe ich mir den Abend nicht vorgestellt. Was? Lass gut sein, ist nichts. Na? Ich komm klar. Das ist meins. Tja, Pech. Ist Finderlohn. Morgen hole ich es mir wieder. Gut. Du kannst hier weiter schmollen und dir vorstellen, wie Nick mir seine Zunge in den Mund steckt. Oh, komm schon. Oder du kannst uns ein paar Handtücher holen. Was willst du mit Tüchern? Wir wollten doch Sommerspaß, oder? Und der Sommer ist ja wohl noch nicht ganz vorbei. Okay. Jo, als Jacob. Jetzt ist mal der Stern. Als Karte. Ja. Das finde ich viel härter, als Jacob da durchmacht. Dieses, so billig abserviert werden. So, das ist dann schon mal ehrlich zu sagen, ja, ne? Nee, man tut es auch noch vorführen. So, dieses Vorführen, das kann ich ja gar nicht aufstehen. Tut mir Jacob schon leid, muss ich sagen. Aber der Depp ist so, vom Charakter her. Aber ihr wisst, was ich meine. Mir trotzdem leid. Das ist nicht lange her. Jetzt aktueller Zeitungsartikel über zwei Personen, die beim Wandern in der verschollen sind. Zum Zeitpunkt der Öffentlichkeit hätten sie noch was vermisst. War das in der Nähe? Gut, wir haben da ja gerade jemanden im...
Eigentlich besteht es ja vor, in der Nähe des Bootshauses schwimmen, zu schwimmen. Wie gefährlich kann ich der See schon sein? Vielleicht aber auch. Das werden wir ja sehen. Wegen was Bestimmtem. Im See. Aber wisst ihr, was ich meine? Liegt noch irgendwas? Ah, das ist nur eine Chipstüte. Checket und Thacket. Oh, Checket ist wohl Mr. H, Chris Hackett. Aber das Camp wurde aus den 1970er Jahren und hat der Aufklub und Armschein die zwei Jungs zu Hackett von mir zu gehören. Wer zur Hölle ist Thacket? Wohl der Bruder, würde ich das vermuten. Mal hier kurz noch mit dem Weg sagen, will nichts verpassen. Oh, da hat wohl jemand die Ruder liegen lassen. Noch feucht. Hä? Das war kurz nicht mehr rübergerudert. Zu der Insel wahrscheinlich. Wow. Ist da jemand? Das heißt dann wohl, bestimmt ist alles gut. Hm. Was sollen diese Zahlen? Mehrere Daten, dann schaffbar, aber nicht nachhaltig. Regeln der Segelnennung für Betreuung. Alle Boote nach der Erwähnung abspülen. Aufpassen, Schwimmen verboten. Boote ordnungsmäßig Lage, um Schäden zu vermeiden. Alle Camper müssen Rettungswesten tragen. Falls ein Boot kennt, sind die Kinder sofort aus dem Wasser zu holen. Dabei nicht in die See springen. Mit dem Boot hinsegeln, an Bord ziehen. Kennt ihr wohl unbedingt, dass nicht in den See gesprungen wird. Gott verdammt. Leer. Null Handtücher! Nein! Nicht ein einziges! Du Arsch! Was soll das? Sag, komm wieder runter, Jacob! Ich denke, dass er lügt, aber er soll sich doch selber nachgucken. Ich kann diese echt nicht ausstehen. Sorry, aber sie ist die Schlimmste von allen. Ich bin ja eigentlich bei so Entscheidungsspielen, ne? Ihr kennt mich ja jetzt vielleicht schon, wenn ihr die anderen jetzt geschaut habt. Ich will eigentlich jeden Charakter durchspringen, egal was für ein Idiot es ist, weil Tod hat er keiner verdient, egal wie blöd sie sind. Aber es heißt ja nicht, dass ich alle mögen muss, ne? Und sie kann ich gar nicht leiden, weil das ist genau die Art von Charakter, die ich nicht so ausstellen kann, bin ich euch ganz ehrlich. Das habe ich jetzt mal ganz offen hier gesagt. So, warum komme ich da nicht hin, kann mir das nicht angucken. Warum sind sie da schon ausgezogen? Ging schnell.
Tüte käme. So, da muss ich mal ganz kurz den Cut machen. Weiter geht's. Natürlich hat sie schon die Klamotten aus. Ging aber schnell. Okay, dann lassen wir es halt einfach abtropfen. Oder wir schütteln uns Doggy-Style. Wow, du weißt echt, wie man eine Frau rumkriegt, was? Na. Du kannst nicht einfach so tun, als wäre es nicht passiert. Und ob ich kann, weil, siehst du, oh Hilfe, Hilfe! Ich ertrinke und ich brauche einen großen, starken, selbstsicheren Mann, der mich rettet. Okay. Was sehe ich? Ein Weibsbild in Not? Fürchtet euch nicht, Holde, denn Hurricane Jack ist hier! Aschbombe! Oh, oh, oh. Hurricane Jake. Ich hätte die andere verdient. Oh, okay. Okay, das bedeutet Rache. Klar. Hey, lass das! Ach, hör auf zu rubbeln! Attacke! Blöd, Mann. Ich will nicht, dass Schluss ist. Ich würde den ganzen Sommer bleiben, aber ich glaube, da werden wir schrumpelig. Nein, du weißt, was ich meine. Ich meine das. Jacob, ich hatte einen tollen Sommer mit dir. Es muss doch nicht nur der Sommer sein. Jacob. Okay, gut. Wie wär's damit? Wenn ich hier einen Backflip machen kann, dann darf ich dich besuchen, okay? Wie wär's damit? Hey! Wo willst du hin? Komm schon! Scheiße, brauchen den. Jacob? Ach, Arsch. Und sie auf einmal kümmert sich, wo er ist. Alter, blödes. Okay, ist auch nichts. Ich werd sonst aus. Das sieht mir nicht gut aus. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Sind da Ketten? Da ist er. Tja, da haben wir einen Preis. Entwürdig. Ziehen ist kontraproduktiv. Hält's noch fester. Nice. Okay. Boah, ey, scheiße.
Da sind wir die Leiche unten gesehen. Das ist strong. Da hast du aber ordentlich Wirbel gemacht, Caitlin, muss schon sagen. Ah, oder war es nur der Stups, den Abby brauchte? Du teuflisches Genie. Wer wird den ersten Schritt machen? Nick oder Abby? Oh, gute Frage. Keiner von beiden. Ich weiß nicht, Nick hat eine Bestie in sich. Haha, wenn die Bestie ein sanftes Tierbaby ist. Ey, lass dich nicht vom süßen Äußeren täuschen, ist ein gestellter Barbecue-Grill unter dem Shirt. Ist dir das auch aufgefallen, ja? Und, was stellen wir jetzt an? Weiterspielen? Ja, jetzt nur noch zu dritt. Okay, Dylan, sagst du... Es klang wie Abby. Oh mein Gott. Sie braucht Hilfe. Wo kam das her? Von da. Kommt! Abby! Hilfe! Bitte! Nick! Helft ihm! Wo ist Nick? Geh und hilf Nick! Geh! Okay, ich mach das. Die Schrotflinte hat eine Mordsstreuung. Pass gut auf. Die Pfoten von ihm! Stopp, stopp! Sonst halt! What the fuck? Ich habe es nicht geschossen, weil... Heilige Scheiße, Alter! Ich muss weg. Komm. Kannst du gehen? Komm, wir müssen weg. Los jetzt. Komm, zurück ans Feuer.
erbärmlich. Oh Gott. Halt mal das Mädchen auf dich, Jacob. Was machst du hier? Okay. Okay. Hallo? Was? Okay. Eins, zwei. Scheiße! Oh, fuck! Bitte, bitte, Mann, lass mich runter, okay? Tu mir nicht weh, bitte. Oh nein, Scheiße, was zum Teufel machst du? Fick dich doch! Was wird das? Psst! Still! Schließ jetzt besser die Augen. Hilfe! Was soll denn das? Stopp! Hilfe! Hilfe! Schmeckt übel, oder? Ist aber gut für dich. Wo willst du jetzt hin, Kleine? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Es kommt mir so vor, als wärst du gerade erst hier gewesen. Also, zeig. Was hast du da? Es ist der Stern. Sterne hoch am Himmelszelt. Boten des Lichts, der Hoffnung, Bestimmung oder unserer Bedeutungslosigkeit. Und Angst zu verzweifeln. Vertraue auf das Licht des Sterns, denn es bringt dir Klarheit. Und Gewissheit, vielleicht. Merke dir, es steckt stets mehr dahinter, als du denkst. Wenn du magst, zeig ich's dir. Weiter. Wieder nach Hackett's Quarry. Wieder nach Hackett's Quarry mit dir. Oh, das wird ein Spaß. Es
Das war so schrecklich. Es war, ich weiß ja nicht mal, was es war. Es war so schnell und da war ein Jäger. Es war einfach... Oh, Abby. Hier. Was? Zeichne es. Zeichne was? Das, was euch attackiert hat. Nick. Hey, Kumpel. Kannst du mir sagen, was sie gemacht haben? Gemacht? Er ist voll daneben. Ja. Der Jäger. Stimmt. Ja. Da war ein Typ. Und... Ach, noch was anderes. So eine Art Tier. Was denn für ein Tier? Nein, ich habe nur einen Kerl gesehen, der ihn wegschleppen wollte. Der ist wahrscheinlich einfach nur verwirrt. Der Kerl war echt riesig und sauer. Hab ich denn... Ist Abby... Ja, hey, sie ist okay. Mann, sie ist da drüben. Klauen und... Zähne direkt auf mir drauf. Ich glaube, es war ein Bär. Ein Bär hätte ihn zermalmt. Vergiss es. Ich dachte, hier gibt's keine Bären. Nein. Oh, fuck. Schau mal da. Shit. Das Schwarze. Voll infiziert. Es verbreitet sich. Krass übel. Echt krass übel, Alter. Sorry, Mann, sorry. Schon okay. Ist okay. Tut das weh. Besser amputieren. Das muss weg, bevor es sich ausbreitet. Was? Wieso sollten wir? Ich weiß auch nicht, dieses schwarze Zeug. Was? Was glaubst du, was es ist? Sehe ich aus wie ein Doktor? Ich erinnere mich kaum. Ich weiß nicht mal, was ich gesehen habe. Und kann damit umgehen. Glaube ich. Ryan, wenn's Jacob oder Emma sind. Und was, wenn nicht? Vorsichtig. Ich schieße dich aber random in den Busch. War vermutlich gar nichts. Ja. Ist es jetzt weg? Ja, hau lieber ab. Wie tapfer. Okay. Also, Lodge klingt im Moment irgendwie ziemlich gut, was? Halt! Nein, nicht schießen! Tu's nicht! Ich will euch retten. Scheiße. Nick. Ist er okay? Nick und Abby wurden angegriffen. Hier im Wald. Hey, hat jemand noch trockene Klamotten? Ich erfriere. Unsere Taschen sind noch im Minivan. Oh, fuck, ja, natürlich. Jacob, wo ist Emma? Oh, fuck! Oh, Herrgott, nochmal! Emma... ist noch auf der Insel. Ich sagte, ich komme gleich zurück. Autsch. Was, die Insel? Ja, was? Oh, ich hab nur... Ich glaube, ich hab da vorhin jemanden gesehen. Jemand? Nein, ich... Ach, weiß nicht. Hat nichts zu bedeuten. Sie ist noch allein dort. Tja, wir sollten jetzt mal Richtung Lodge gehen. Bist du voll...
Mit hoffentlich Marmelade? Ja, nein, ich... Wird wohl eher Blut sein. Da war dieser Typ mit einer... Er hatte eine Flasche. Aber das ist eine echt lange Geschichte. Oh. Ja, nein, das ist echt krank. Oh, und Mann, wie konnte ich nur vergessen, euch das zu sagen? Ich habe im See jemand treiben sehen. Eine Leiche? Ach was, nein, 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 nein. Einer der Schwimmer der Schulmannschaft ist beim Training vom Weg abgekommen und, klar eine Leiche, Blödmann. Aber klar doch, Jacob. Nein, im Ernst, das stimmt. Das war vermutlich einer der Betreuer, die nicht aufgetaucht sind. Aber ich bin nicht sicher, weil er war so aufgebläht und... Da stimmt was nicht. Ich muss Emma holen. Ey, was soll das? Hey, ich brauch das, okay? Da ist gefährlich. Mann, wir müssen Nick und Abby schützen. Ja, aber ich muss Emma retten. Sie ist ganz allein. Vielleicht steckt sie gar nicht in der Klemme. Ja, aber ihr vielleicht auch nicht. Willst du mich absichtlich nerven? Nein, ich rette absichtlich meine Freundin, Arschloch. Ja, sie ist nicht mal deine Freundin, Mann. Blöder Sack. Hört jetzt auf. Wir sitzen in der Scheiße. Und ihr kaspert rum. Unfassbar. Jacob, das Ding bleibt hier. Nick und Abby sind verletzt. Das ist unser Schutz. Jemand schleicht hier rum. Ryan. Sorry. Das ist Bullshit. Schau, wie es ihr geht. Wenn sie auf der Insel ist, geht sie bestimmt gut. Und dann noch eine Begegnung mit Captain Erlösung? Echt nicht. Okay, bei der Zipline ist bestimmt noch ein anderes Boot. Von dort aus komme ich auf jeden Fall bis zur Insel. Wir müssen zurück zur Lodge und Hilfe holen. Wie denn? Nick kann doch nicht laufen. Ey, ich hab ne Idee. Okay, mal sehen, was der Abend bringt. Okay, ein Rätsel für euch. Was hat zwei Daumen und treibt sich alleine auf einer gruseligen Insel rum? Idiot. Ein Daumen. Ein verfügbarer Daumen. Okay. Und genau hier, auf dieser seltsamen, einsamen Insel, strandete die mutige junge Seele. Okay, real talk. Ich bin unerwartet auf einer seltsamen kleinen Insel, ganz allein mit nichts zu tun, als euch alles zu zeigen. So, da drüben ist ein Baumhaus. Mal sehen, ob ich euch etwas von der Panorama-Aussicht bieten kann. Die Sache ist die. Nicht, dass ich zurück will, will ich gar nicht. Aber selbst wenn, könnte ich nicht, weil ich dann voll anhänglich aussehen würde, obwohl er es doch war, der einfach abgehauen ist. Gott, tut mir leid, dass ich mich aufreg. Und Dampf ablass. Ach, scheiß drauf. Weiter geht's. Auf zum Baumhaus, Entdecker-Freunde. Dann, wenn andere Leute angegriffen, gebissen und von was auch immer gejagt werden, macht sie ihren Vlog, ey, dieses Mädchen. Und trotzdem muss ich sie durchbringen. Weil ich einfach zu nett bin zu Menschen. Zu empathisch. Und weil ich das Spiel natürlich ein richtig gutes Spiel will, so man mich kennt, aber... Bist du's, Jacob? Hä? Mit nicht. Hä? Oh, der Magier. Zwischen zwei jetzt verpasst, haben wir mich dafür äppeln. Naja, machst du nix. So schlecht in Sachen finden. Wenn es keine Open-World-Map-Marker-Spiele sind. Zu meiner Verteidigung. So, wo ich könnte spiele. Naja. Meistens kann man aber nur verpassen, wo man könnte ist. Man hat manchmal nicht weiß, wo es weitergeht und so. Selbst wenn man das Spiel schon mal gespielt hat, so wie ich. Weiß ich das halt nicht. Unbedingt. Nicht schwer zu erraten, was das ist. Hab sie aber nie benutzt. Ein bisschen zu nah an der Natur für mich. Also...
Ich habe mich ja nie gefragt, wo das Zeug landet. Oh. Oh nein, Gott, nein. Okay, das ignorieren wir jetzt. Einfach mal. Und das ist also der Treffpunkt. Das ist ein Ort, wo man sich trifft. Ich will das Ganze ja interessant machen, nur manchmal ist es halt so, wie es ist. Das wär's wohl dazu. Macht die hier eine Roomtour auf der Insel oder was soll das werden? Scheinbar. Die Insel ist ein unberührter Teil des Steinbruchs, der sich nach dem Abdriften in den See renaturiert hat. Echt cool, oder? Als ich klein war, dachte ich ja immer, dass Inseln einfach so mitten im Wasser schwimmen, wie Luftmatratzen. Doch, ich bin jetzt älter und klüger und weiß, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Wie wenn du glaubst, du hättest nur einen heißen Sommerflirt und dann wird daraus Babysitten für ein haariges Riesenkind. Das traurig ist, weil du nichts Festes und ihm jeden verdammten Tag Liebesbriefe schreiben willst. Und wenn wir gerade drüber reden, es macht euch doch nichts aus, oder? Wie? Warum rechtfertige ich meine Gefühle, wenn er doch der ist, der voll blah damit ist, oder? Oh, seht. Eine Metapher im Narrativ. Ich meine, ein Scheideweg. Wie passend. Hier kommt die Frage. Geht es für mich aufwärts, wörtlich, und ich lasse es gut sein? Oder bleibe ich auf dem bisherigen Weg und schimpf weiter über mein blödes Leben? Da das hier ja nicht live ist, liegt die Wahl wohl bei mir. Ach, was soll's. Jetzt stecken wir sowieso mittendrin. Und zwar richtig. Weil wisst ihr nämlich was? Ich habe mich wirklich auf den nächsten Teil meines Lebens gefreut. Ich meine, der Sommer war toll, aber jetzt... Ich meine, kommt schon. Ich weiß, wenn ich das hier poste, wird Hackett's Quarry eine ferne Erinnerung sein. Ich weiß, es ist nur eine Nacht und man muss das Beste aus seinen Chancen machen und so weiter. Vielleicht will ich mich nur nicht mit dem Naheliegenden abgeben. Abby hält mich ja für selbstbewusst, aber eigentlich will ich verzweifelt in einer Welt klarkommen, in der jeder anders sein will. Na, wenigstens tut es so ein bisschen hier mal aufweichen. Man muss auch immer ganz ehrlich, so Charakter, so immer so der, ich wäre angeblich so bezeugen weit, ist aber nur Selbstzweifeln. Das brauchen wir in der Moral kein Arsch zu anderen Leuten zu sein. Das ist nicht der Grund, den Charakter zu haben. Jetzt mal ganz ehrlich. Jacob war Angst dafür, dass sie so nicht so ganz weiß, was sie will, schau mal. Es ist irgendwie ganz nett. Ich fühle mich, als wäre ich zum ersten Mal im Sommer allein. Gefällt mir. Das verstärkt die ganze Jacob-Sache irgendwie. Er sollte mich ja eigentlich holen kommen, aber jetzt, wo ich allein bin, gefällt mir das gut. Sorry, Jacob. Wenn du das siehst, nimm's nicht persönlich. Geht da um mich. Wir sind cool, ja? Ja, wir sind cool. Ich meine, wer weiß. Vielleicht sehen wir uns in 50 Jahren wieder und erinnern uns wehmütig an diesen einen tollen Sommer im Hackett's Quarry Sommercamp und den Funken, der uns verändert hat. Dann sind wir ein 70-jähriges Liebespaar und haben irren Rollator-Sex. Hey, könnte so sein. Die Zeit wird's zeigen, Jakey Boy. Und du weißt, die Zeit macht uns zu Narren. Aber wir werden die aufregendsten Narren überhaupt. Nur so lang muss ich mein Ding machen. Tut mir echt leid.
Warte mal. Wie kann es Mr. H gewesen sein, wenn er doch in der Lodge war? Streichhölzer. Aus dem Harbinger Motel. Ein paar wurden abgebrochen und zufällig Gebrauchsspuren. Okay. Sprach der Rabe nimmermehr. Die zwei Inseln oder verstehe ich aber nicht die Ding. Müsste da drüben nicht die Party-Ding irgendwo sein? Nee, weil da drüben ist die Anlegestelle. Aber wir konnten doch von der Party-Location auch diesen Turm da oben sehen. Ach, wahrscheinlich da drüben irgendwo, ne? Ich nehme an, irgendwo da drüben. Ich habe noch nicht so ganz teilweise hier den Park gecheckt. Warte, da gibt es doch eine Park-Map. Kann ich mal kurz gucken. Hier ist der See, hier ist die Insel. Hier, die Feuerstelle. Genau, man kann die von beiden Seiten sehen, den Turm. Deshalb. Komisch. Hat irgendwie wenig Sinn hier, den Aufbau. Jetzt blicke ich nicht so ganz durch, weil der Turm da ist ja der, den man auf der Feuerstelle aus gut beleuchtet gesehen hat. Gleich sieht man den aber auch von der Bootstelle aus. Also kann ist ja nicht so weit voneinander weg. Und trotzdem sieht man das irgendwie aus zwei verschiedenen Perspektiven. Das ist irgendwie merkwürdig. Naja. Mal da hier hoch. Ich muss das wohl echt einhändig machen. Hm? Das klang nicht gut. Ach Mist. Ihr solltet wissen, ich bin ein Ass im Leitersteigen. Voila! Das ist das luxuriöse Pentbaumhaus. Offensichtlich. Erbaut im Jahr 18, scheißegal, von einem Mann mit verbundenen Augen, mit dem besten morschen Holz, rostigen Nägeln und feinster Eselsspucke. Ein echter Hackett-Klassiker. Schatz, ich bin da. Wie war das? Ich hab die Bettzeit der Kids verpasst. Puh, was für eine Begrüßung. Nehmt alles auf. Das ist unverfälschte Sommercamp-Erfahrung. Und seht mal, es scheint, dass jemand vergessen hat, aufzuräumen. Ich denke, eines der Kids hat sein Zeug vergessen. Oder meine Leute. Aber ich erkenne nichts. Habt ihr das gehört? Sieht aus, als hätten wir die Wahl. Wühlen wir in den Sachen von Fremden? Oder öffnen wir die Horrorfalltür und sterben einen schrecklichen Tod? Es gibt buchstäblich keine richtige Antwort. Wir wühlen. Und wisst ihr was? Ich ziehe mir etwas an. Mehr gibt's heute nicht zu sehen. Da oben ist was. Und ich werde nicht erschrecken. Das kann ich euch wirklich versprechen. Leb wohl, böse Welt. Der letzte Vorhang fällt und
keine Zeit für Zucker. Schnell weg hier, und zwar schnell. Da ist es wieder. Was ist das los? Das wird echt spät angezeigt. Bagadier, die Scheißtür. Mädchen. Von Zeit. Ja, genau. Weil so ein Pillow-Schüler was nützt. Hält es nicht lange auf, Mädel. Aber okay. Boah, okay. Ich würde sagen, hier machen wir nächste Folge weiter. Sorry, ich bin kurz aber im Ring gemutet. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Up on the ghost stories? Sorry. Just stick to Kumbaya next time, okay? What's that? You guys don't do Kumbaya anymore? Hello, my friend. Welcome to the show.